ersten Mal in meinem Leben einen Atheisten treffen werde. Ja? Ach, wieder nicht, ja? Weil ich bin in meinem ganzen Leben Dogmatiker treffen. Ich glaube nicht an einen Gott. Darf ich ein bisschen aussprechen? Ich habe noch niemanden reingekriegt. Ich warte immer so schön, da komme ich noch nicht zu Wort. Und wenn ich rede, dann werde ich ständig unterbrochen. Also, ich habe noch nie einen Atheisten getroffen. Ja, auch heute nicht anscheinend. Weil den vielen Menschen, denen ich begegne, auch ein besonderer Anlass ist, zum Beispiel so kirchliche Feiern wie eine Taufe, eine Hochzeit, wo man Menschen trifft, die nie in die Kirche gehen, wie man so sagt, ihren Glauben sozusagen so ausdrücken, die sind besonders sozusagen erfreut oft, wenn sie dann mit einem Pfarrer ins Gespräch kommen können. Das ist immer das berühmte Herr Pfarrer, ja, wissen Sie, das wollte ich immer schon wissen, das wollte ich immer schon fragen, oder das wollte ich immer schon mich beschweren, oder das finde ich blöd und so weiter. Ja. Und da habe ich interessante Gespräche geführt, also diese Sehnsucht nach Gott, ja, dieses Suchen, nicht unbedingt, ich stimme Ihnen zu, der Begriff Gott ist für viele Menschen völlig missverständlich, ist schwierig, das zu definieren, aber diese Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, nach dem, was macht mich glücklich, und das ist in unserer heutigen Zeit besonders aktuell. Ich finde das total interessant. Bitte, darf ich jetzt einmal, eine Minute noch, ja? Ich finde es besonders interessant, in unserer heutigen modernen Zeit, in Österreich ist das 37. Land der Welt, wir haben eigentlich alles materiell. Ja, also natürlich kann man sich immer noch was mehr wünschen. Da so hat für mich die Suche nach noch mehr Sinn nach Gott begonnen, dass ich auch gewusst habe, ich habe alles. Ja, und ich war immer noch nicht zufrieden, ich habe genau gespürt, irgendwas fehlt mir noch. Dass das Gott ist, habe ich nicht gewusst, bin dann draufgekommen, bin bis zum heutigen Tag dabei geblieben. Und ich sage vielleicht mit einem kleinen Schmäh dazu, ja, wenn mir jemand was Besseres anbietet, ja, wenn mich jemand überzeugt, ich habe so das Hintertürl nach offen, weil jeder Mensch leider nie, keiner glaubt hundertprozentig, ja, wenn Sie mich halt überzeugen, ich marschiere vielleicht mit Ihnen mit, was, also sozusagen jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt, ja. Gut, aber Sie ein agnostischer Theist, ich bin ein agnostischer Atheist. Das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Darf ich Ihnen noch etwas fragen, nur ganz kurz, was macht Spaß an Ihrem Gott? Also, weil, das habe ich jetzt noch nie gehört, so im Bezug, ich habe alles mögliche Eigenschaften gehört, auf, jedenfalls auf unsere monotische Mitarbeiter, dass er so Spaß macht, wie es in dem Video aussieht. So, das ist völlig interessant, diese Videos, bitte vergessen Sie jetzt wieder das Video. Ich habe eine ganze Reihe Videos angeschaut von Ihnen und dass Ihnen das Spaß gemacht hat, das war, ist ganz offensichtlich. Ja. Nicht? Aber was macht so Spaß daran? Ja. Man kann es auch Freude nennen. Das Wort Spaß ist ja ein Unwort. Das ist ein Unwort, habe ich jetzt noch nie gehört. Wir haben jetzt gerade den dritten Adventssonntag gehabt, Gaudete, haben Sie gelacht, Freude. In der Kirche sich auf die Schenkel geklopft. Da haben Sie in der Kirche auf die Schenkel geklopft. Nein, wissen Sie, das ist eine Freude, Spaß, die ganz anders ist als die normale, diese Schenkelklopferfreude. Also, was mich Spaß da sitzt macht, da sitzt man zu Hause und denkt sich, super, es ist einfach ein schönes Leben. Ja. Was mich Spaß macht, ist eine bis jetzt unvorstellbare Liebe zu treffen. Na also gut, dann etwas, sprechen wir doch über die Liebe und nicht über Gott. Das ich mir bis jetzt nicht vorgestellt hatte. Die gibt es ja sonst auch ohne Gott, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich, Überraschungen gibt es, Gott sei Dank, und Überraschungen im Leben jede Menge. Ja. Aber das war unübertroffen bis jetzt. Die Liebe, die ich gespürt habe, wie ich irgendwie in Kontakt mit Gott gekommen bin. Ich müsste jetzt in diese Diskussion ein bisschen als Muslimin eingreifen. Also ich bin Muslimin, ja. Und ich finde es einfach, jetzt war die ganze Zeit von der katholischen Sozialkatholizismus, ja, das ist einen Blick, und mir fehlt einfach die Breite, und es ist mir einfach auch bisschen zu philosophisch das Ganze angelegt. Sehr interessant, ich genieße diese Diskussion in dem Sinne, aber wenn ich dann sozusagen Atheismus und 19. Dezember zurückkomme, dann fehlt mir einfach diese Brücke, das ist mir alles viel zu sehr historisch, und ich weiß, dass es als Wissenschaftler ist man immer in Zweifel, man möchte etwas haben, das man fassen kann, und man immer eine Hypothese, und ob man Gott nicht anfassen kann, gibt es ihn nicht, oder und das darf es nicht existieren, sondern das, was ich auch am Anfang versucht habe zu sagen, die Spaßgesellschaft möchte Menschen, die an Gott glauben oder an eine Religion Zugehörigkeit haben, als unmodern, und ich sehe das auch jetzt in der Diskussion mit Herrn Sieberer. Ich möchte nicht jetzt eingreifen, weil ich möchte keine innerchristliche Diskussion oder innerkatholische Diskussion jetzt als Muslimin eingreifen, das liegt mir fern, aber also in diese Ecke zu stellen, also das ist, ja, das wird jetzt so heikel, jetzt möchten Sie nicht antworten, das ist wieder in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, kann jeder an das glauben, was er möchte oder nicht, und kann sich erlösen lassen oder nicht, das ist das Schöne, aber trotzdem als Muslimin, als Gläubige, denke ich mir schon, dass jeder Mensch
im Leben einmal die drei Fragen gestellt hat, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? Und das ist egal, ob das jemand Atheist oder Agnostiker ist, weil ich, als wie ich schwanger war und dann dieses kleines Pünktchen auf dem Ultraschall gesehen habe, das dann gewachsen ist, dann habe ich mir gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Menschen an Gott zweifeln oder dass es Gott gibt. Dass sich immer die Menschen sagen, wie Sie es zum Beispiel dargestellt haben, als jetzt Gott ist, Sie haben gesagt, Sie können mich eventuell bekehren, wenn, oder dass es Gott gibt. Möchten Sie, dass man jetzt wie ein Prophet kommt, sozusagen das Meer in zwei teilt und sagen, ja, jetzt glaube ich es, muss es unbedingt das sein? Ja. Also, oder was, ich meine, ich denke mir einfach, das ist zu kurz gegriffen. Ja? Ich habe Respekt vor allen Menschen, ob die glauben oder nicht glauben, aber ich möchte dieses selbe Respekt auch Menschen haben, von dem Atheisten oder Agnostiker an Menschen, die an Gott glauben, eine Religionszugehörigkeit. Aber was, das fehlt mir irgendwie in der Diskussion ein bisschen. Was passiert bei den Muslimen mit den Ungläubigen? Mhm. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das so tolerant alles da so dargestellt wird, genauso beim Katholizismus. Das kommt mir jetzt so vor, dass diese Bank, diese Seite viel weicher ist als ich. Das glaube ich alles irgendwie. Also ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich glaube, es wird an die offiziell atheistischen Städte der Welt, wie es Albanien war, wie Russland, wie China, wie Nordkorea, besonders demokratisch und tolerant sind im Vergleich mit den religiösen Ländern. Aber das können Sie auch nicht jetzt sagen, über Sie nicht sprechen, dafür auf die anderen verweisen. Sie meinen, dass wir nicht tolerant sind? Nein, ich glaube einfach, ich glaube es nicht, dass es so weich ist. Ich habe das ja auch gelernt in meinem Religionsunterricht vor vielen, vielen Jahren. Aber was mit den Ungläubigen passiert, ist nicht lustig. Ich darf noch mal sagen, was passiert mit Ihnen? Was passiert nach dem Tod mit den Ungläubigen? Ich meine, das ist ja eine große Drohung über das Leben hinaus. Heute schützt mich eine falsche katholische Lehre gelernt. Nein. Wissen Sie, heute gehört nicht der katholischen Lehre. Heute schützt mich das bürgerliche Recht. Deswegen sind Sie ja nicht so defensiv. Sie sind defensiv. Sie glauben nicht an die Existenz der Hölle. Worüber wir diskutieren, worüber wir diskutieren. Moment mal, was ich sage, der katholische Glaube sagt nicht, dass die Ungläubigen in die Hölle kommen. Das sagt das nicht. Das steht doch in der Bibel. Das sagt nicht. Ich zitiere jetzt mal Matthäus Evangelium, damit wir hier mal eine Grundlage haben. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und die Guten von den Bösen trennen und Bösen in den Ofen werfen. Und jetzt werden sie rollen und den Zähnen knirschen. Das Folklore wäre. Im Katechismus der katholischen Kirche steht, die schlimmste Todsünde, noch viel schlimmer als Mord, ist es, das Geschenk des Glaubens abzulehnen. Das steht im Katechismus der katholischen Kirche drin und dann wird natürlich gesagt, natürlich kommt man dafür in die Hölle. Und das ist aber etwas, was man hier in Westeuropa nicht mehr so gerne predigt. Das ist nun mal so, aber in weiten Glauben Teilen... Und den Glauben abzulehnen, muss man zuerst einmal den Glauben bekommen. Ja, bitte? Und den Glauben abzulehnen, muss man zuerst einmal den Glauben bekommen. Aber, sagen Sie, es gibt viele Menschen, die den Glauben nicht bekommen haben. Bitte, ich möchte diese Frage doch beantwortet haben. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So wie die Doktrin in der katholischen Kirche ist, was passiert mit dem Atheist? Mit mir. Was passiert mit ihm, wenn er stirbt? Mit den Menschen, mit ihrem besten Willen das Beste gemacht haben, was sie interniert haben, Gott als persönlichen mit Gott ihnen gibt es, für sie gibt es keine Hölle. Und für mich könnte es für eine Hölle geben. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ich erkläre es nicht. Bitte. Ich habe die Frage auch mit.